Ja, also die Idee selbst kam tatsächlich im ersten Lockdown, damals, also letztes Jahr im Frühling. Und ich muss ein bisschen ausholen. Ich habe ja also nach meinem Abitur habe ich Lehramt studiert mit Sportdeutsch und Mathematik und wollte ursprünglich Lehrer werden und bin dann erst mit 26 Jahren an die Folkwang-Hochschule gegangen, damals noch Hochschule, jetzt Universität der Künste, und habe Tanz studiert und habe 12 Jahre jetzt als Bühnentänzer gearbeitet und habe eben Stücke gemacht für erwachsenes Publikum. Und 2016 habe ich mit meinem Freund zusammen ein Pflegekind aufgenommen und plötzlich war ich dieser Lebenswelt meines Kindes dann so konfrontiert und habe dann durch seine Augen gesehen, durch seine Augen gehört, habe mit ihm gefühlt und habe viel vorgelesen und mir ist dann so aufgefallen, beim Vorlesen und ja, auf der Suche nach Literatur, dass die Rollenbilder heutzutage immer noch so gefestigt sind, obwohl wir in 2021 leben und wir probieren, genderneutral zu erziehen, aber das ist wahnsinnig schwierig, weil von die äußeren Einflüsse so stark sind. Und dann im ersten Lockdown war ich mit meiner Familie bei der Familie von meinem Freund und die wohnen auf dem Land und wir waren viel im Wald und da sind auch mehrere Kinder und dann habe ich mich mit denen unterhalten und so fing das an, dass ich mich damit auseinandergesetzt habe, auch nochmal zu meinen Ursprüngen zurückzukommen, eben dieses erste Studium auch mit dem Lehramt. Und ja, so kam die Idee und dann hat mich Jonas Leifert der damals bei Pax12-Verein gearbeitet hat, hat mich dann angesprochen und hat gesagt, oh, du hast doch mal erwähnt, dass du auch was für Kinder machen willst, eventuell. Jetzt besteht die Möglichkeit und dann habe ich die Möglichkeit ergriffen, letzten Endes. Ja, schon, weil ich setze mir eine andere Brille auf. Also wenn ich für erwachsenes Publikum choreografiere oder eben arbeite, dann habe ich so meine Erwachsenenperspektive Brille auf. Und jetzt habe ich festgestellt, ich muss mehr in die Auseinandersetzung gehen mit Kindern tatsächlich, weil ich denen auf Augenhöhe begegnen möchte. Und ich möchte, oder mein Ziel ist es, die ernst zu nehmen. Und nicht so zu tun, also Sachen zu reduzieren und so klein zu machen und so spaßig zu machen oder albern oder keine Ahnung, sondern wirklich probieren, die Ebene zu halten. Und ja, dass dann so eine es entsteht so eine Ernsthaftigkeit. Und das ist schon etwas, da muss ich mich wirklich mit auseinandersetzen und mich dem stellen. Und das ist nicht automatisch passiert, sondern ich musste mich mit Kindern unterhalten. Ich habe auch Texte, die ich geschrieben habe, Kindern dann vorgelesen und habe geguckt, wie sind die Reaktionen und da habe mir Tipps geholt und habe gesagt, und so bin ich einfach in einen anderen Austausch gegangen, den ich mit einem Erwachsenenpublikum, Stück für ein Erwachsenenpublikum, hätte ich in der Form nicht gemacht. Ja, ich glaube, als Musiker grundsätzlich, Musikerin, also ich als Komponist, also als ich das Projekt, also von dem Projekt gehört habe von Daniel, ich habe mir dann sofort die Frage gestellt, wie will ich da rangehen? So die erste Wahl wäre so das Normale, sage ich mal. Also man nimmt sich eine Ukulele und spielt schöne Lieder für Kinder und ist auch schön gut. Und da bin ich einfach komplett raus. Das ist überhaupt nicht meine Expertise. Oder ich gehe halt damit so um, als wäre das nichts anderes, als was ich sonst machen würde, mit einer anderen Art von Humor. Weil was wir jetzt machen, befasst sich auch mit ganz, ganz ernsten Themen. Wir sind auch beide der Meinung, dass es total wichtig ist, mit Kindern über solche Themen zu sprechen und sie auch dabei ernst zu nehmen. Trotzdem muss man halt natürlich auch schauen, mit welchem Publikum man zu tun hat. Was man normalerweise, oder ich zumindest, mit einem erwachsenen Publikum nicht unbedingt macht. Ich bin halt der Komponist und ich schreibe das Werk und wenn jemand das mag oder nicht mag, ist dann mir relativ egal. Und jetzt gibt es so eine Art Feedback oder was ich als Translation beschreibe. Übersetzt das dann für die Kinder, kommt das an oder nicht und trotzdem da auch kompromisslos arbeiten und das machen, was ich auch sonst machen würde, aber für ein anderes Publikum. Das ist halt eine Herausforderung, muss ich sagen, aber ich wollte an keiner Stelle sagen, ich mache jetzt irgendwie
dumme Musik oder einfache Musik, weil es halt für Kinder ist. Das ist auf gar keinen Fall, ich glaube, beide von uns, ist unsere Intention gewesen, weil wir auch ernste Themen ansprechen und wollen auch die Kinder dabei ernst nehmen. Das ist tatsächlich eine große Herausforderung, weil der Ausgangspunkt ist ein komplett anderer. Auch wie das dann letzten Endes funktioniert, ist ein ganz anderer. Und ich habe schon in der ersten Probenwoche gemerkt, dass ich so, wie ich herkömmlich probe, nicht proben kann. Aber man muss sich vorstellen, du bist so auf der Bühne und dann das Publikum ist dort und es ist so eine, man spielt so. Und jetzt ist es, man spielt genau entgegengesetzt. Man spielt von breit auf die Linse gerichtet. Und das erstmal zu verstehen, was für Möglichkeiten birgt das? Weil anfangs habe ich mich total limitiert gefühlt, weil ich gesagt habe, ich brauche den Live-Moment und der ist mir ja so wichtig. Und jetzt ist das aber nicht möglich. Da bin ich Pak Zollverein auch sehr dankbar, dass ich von Anfang an mich dafür entscheiden durfte, das Ganze auch filmisch umzusetzen. Das hat mir geholfen, dass ich das frühzeitig einfach so planen konnte. Und jetzt im Moment sehe ich ganz entsteht so eine neue Freiheit für mich, weil ich Dinge, die normalerweise auf der Bühne ganz klein sind, ich habe jetzt die Möglichkeit, die ganz groß zu machen. Das ist zum Beispiel, wenn ich eine Tablette ins Wasser schmeiße und die Farbe von dem Wasser verändert sich. Das kann ich jetzt wirklich, ich kann das zeigen und das steckt, ich halte so eine Lupe drauf und da steckt viel Magie drin und da ist ein großes Potenzial, das ich auf der Bühne nicht hätte zeigen können. Und ich bin gerade dabei, mir diese Möglichkeiten bewusst zu machen und ich bin gespannt, ob mir das gelingt. Ich fühle mich aber sehr reich in dem Moment. Ich fühle mich gerade sehr reich, dass ich das ausprobieren darf. Und ja. Für mich, ich fühle mich total wohl in einem Fixed-Media-Medium, also Video. Oder ich habe ja auch zusätzlich zur Komposition Visualisierung studiert. Und Videofilm, ein Album, das sind so Medien, wo ich mich total wohl fühle. Seit 3-4 Jahren versuche ich, also ich komponiere viel für Tanz und Theater und da versuche ich auch nicht mehr fix zu arbeiten, sondern eher interaktiv. Ich gehe zu allen Proben, bei allen Tanzproduktionen oder Theaterproduktionen und meine Kompositionen haben für Tanz und Theater immer verschiedene Layers, die ich immer interaktiv mit TänzerInnen oder SchauspielerInnen spiele, tatsächlich bei der Aufführung. Und jetzt sind wir in einer Situation, wo weder noch funktioniert, sozusagen. Wir haben keine richtige Dauer für Tanz, entwickle ich die Musik immer parallel. Ich gebe nie eine Musik ab und sage, jetzt wird dazu choreografiert oder was Ähnliches, sondern ich entwickle die Musik parallel zu der Choreografie. Und das tun wir gerade, aber das Ergebnis ist halt was völlig anderes, als was ich live dann mitspiele oder mitperforme. Und die Herausforderungen sind schon, es gibt schon einige. Es gibt die Frage der Zeit, wie sind die Dauer überhaupt? Weil wir auch beim Film uns ein bisschen Freiheit lassen wollen für die Kreativität und so weiter und so fort. Das heißt, ich musste wirklich, obwohl ich die beiden Medien sehr gut kenne, schon seit Jahren dafür komponiere und mitperforme sogar, ich musste komplett anders rangehen, weil das halt für mich ein komplett neues Ding ist. Tanz und dabei Film und dann für beide zu komponieren und dann in der Postproduktion viel mehr zu arbeiten. Also die Herausforderungen sind schon groß und es gibt auch einige davon, aber wie Daniel gesagt hat, ich bin auch der Meinung, dass es uns gelingt. Und die Zeit, die wir hatten, war auch total positiv, damit wir vieles ausprobieren konnten, weil das in vielen Gebieten für uns auch Neuland war, natürlich. Wie kann ich das wieder auf die Bühne transferieren? Und auch da entsteht plötzlich wieder etwas Neues und neue Möglichkeiten, weil ich das mal andersrum gedacht habe. Das ist auch noch etwas, wo ich sagen würde, okay, das ist ein echt guter, das ist ein guter Moment und da ziehe ich auch Kraft draus, auch weil die Situation ja jetzt gerade in der Welt so schwierig ist. Aber es entstehen auch solche kleinen Inseln, wo viel möglich ist und wo ein großes Potenzial besteht. Und da jetzt zuzugreifen und zu sagen, okay, gut, ich nehme da jetzt wirklich auch was für mich mit, ist natürlich gerade auch gut.